Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem kurzen Guide zeige ich euch, wie ihr super schnell und früh und einfach im Spiel das neue Reckengewand und die Garderüstung bzw. Leibwächterrüstung bekommen könnt. Eigentlich brauchen wir da nicht viel. Ich empfehle euch einfach ein paar Ausdauertränke herzustellen oder Ausdaueressen. Ich habe jetzt hier in dem Fall Honig genommen. Ihr könnt natürlich auch alles mögliche andere nehmen. Ich glaube, es gibt noch so Ausdauerknollen, Ausdauerschrecken, Ausdauerlinge, also diese Pilze als Ausdauer. Könnt ihr alles verwenden? Hauptsache, ihr habt ein bisschen was dabei, je nachdem, wie viel Ausdauer ihr jetzt selber habt. Ich habe jetzt dreimal, glaube ich, schon Ausdauer aufgewertet, aber ihr könnt es auch komplett am Anfang vom Spiel machen, ohne dass ihr da irgendwie was braucht. Und dafür starten wir einfach beim Speerposten hier beim Turm, ab in die Höhe und fliegen einfach mit dem Paraglider rüber zum Schloss Hyrule. Da können wir uns nämlich richtig geile Items schnappen, für den Anfang richtig gute Rüstung und also die Waffen, die wir da kriegen und die Schilde, die sind auch später im Spiel noch mega OP. Also ich empfehle euch auf jeden Fall, möglichst früh dahin zu gehen. Das macht euch das Leben deutlich einfacher. Ihr seht, ich futter jetzt hier selbst auch ein bisschen Ausdauerfood. Und dann kommen wir hier wunderbar nach drüben hin. Ihr könntet theoretisch unten direkt beim Thronsaal landen. Ich gehe jetzt aber hier oben in den Turm und zeige euch im Schnelldurchlauf nochmal, wo ihr so ein paar coole Waffen kriegt. Hier zum Beispiel haben wir dann so eine Garde-Hillebarde. Ich bin sowieso ein Fan von Speeren, aber die ist schon ziemlich nice mit 15 Grundschaden. Saphir nehmen wir hier auch noch mit. So, und dann geht es jetzt hier im Schnelldurchlauf durch. Hier nochmal 300 Rubine. Sagen wir auch nicht nein, natürlich, ne? Und dann tauschen wir hier unsere ganzen alten Waffen aus und rüsten uns hier ein bisschen mit Königs-, Soldaten-, Gardewaffen aus. Also ihr seht, hier ist jede Menge. Und ich habe bei Vibe noch jetzt hier nicht alles abgesucht, weil ich einfach nicht genug Platz hatte in den Taschen. Aber unser Ziel ist primär jetzt gleich erstmal der Thronsaal. Hier nochmal ein Bogen, 50er Bogen. Mega gut im Vergleich zu den 3er, 4er, 5er Bögen vom Anfang. Ne, also da ist schon ein deutliches Upgrade. Und wenn ihr hier ein bisschen rumsucht in Ruhe, dann könnt ihr alle eure Waffen wegschmeißen und hier neue mitnehmen. Wie ich das jetzt hier auch gerade mache. Also im Grunde ist alles Alte überflüssig. Wollen wir nicht mehr haben, weg damit. Ja, dass wir schön gestärkt anfangen können mit den ersten Tempeln. Und ich suche jetzt hier einmal noch ein bisschen rum, was man hier noch so finden kann. War für mich auch der erste Durchlauf tatsächlich hier am Schloss, wo ich jetzt hier unterwegs war. Aber wir gehen jetzt gleich direkt rüber zum Thronsaal. Und dann geht das los. Dann zeige ich euch, wie ihr da die neue Reckenrüstung bekommt. Die ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr Wind Waker gespielt habt. Bei Wind Waker, wenn ihr das im New Game Plus nachher spielt, hat man diese so eine ähnliche Rüstung nachher auch an. Aber eigentlich ist es ganz easy. Ihr seht hier diese Fackeln im Saal. Ihr zündet die einfach an mit einem Feuerpfeil, Feuerfrucht, was auch immer ihr benutzen wollt. Einfach Feuer machen. Dann geht hier oben dieser Podest auf. Da klettert ihr dann rein oder habt ihr dann auch schon die Truhe. Und zack, neues Reckengewand mit 5 Grundverteidigung. Gehört aber nicht zum Rüstungsset, ist ein Einzelteil. Trotzdem sehr nice. So, für den nächsten Teil startet ihr einfach hier direkt unten beim Thronsaal. Wandert hier so links rein, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Springt hier runter in Zeldas Gemach. Und dann können wir hier hinten, hinter der Umkleide, die Leibwächtermütze finden. Das war schon der erste Part. Ziemlich easy zu kriegen. Mein Geschmack ist es jetzt nicht. Ich finde es ein bisschen hässlich, das Teil, aber hat immerhin 4 Grundverteidigung. So, hier oben auf der rechten Seite vom Thronsaal können wir nochmal ein Gardeschwert finden. Mit irgendwas mit 22 Schaden und ein Gardeschild mit 70 Verteidigung. Kommt schon nah an Zylia-Schild ran, also ziemlich, ziemlich stark. Aber wir wollen hier auf der anderen Seite hoch, wie ihr das jetzt hier seht. Hier rum, hier runter und zu dem Schrein unten. Falls ihr den Schrein hier am Schloss schon habt, könnt ihr euch natürlich direkt hinporten. Ist ein bisschen einfacher. Ich musste den jetzt hier noch aktivieren. Genau, und dann wandert ihr hier runter. Unter dem Schrein geht es nach unten. Können wir hier nochmal was mitnehmen, falls ihr Platz habt. Ein Ritterschwert lag da, glaube ich, noch. Und dann können wir hier dieses Bücherregal zur Seite ziehen und haben die Leibwächterstiefel. Auch mit 4 Grundverteidigung. Das waren die Stiefel und zum Schluss müssen wir wieder nach ganz oben zum Schloss. Und dann springen wir hier so von oben grob in diese Richtung runter. Ihr könnt euch an dieser unteren Klippe so ein bisschen orientieren. Bis nach hier unten. Und da ist nämlich ein Eingang. Da wollen wir rein. Mit der Ultra Hand einmal hier diese Gitter aufmachen. Dann könnt ihr schon mal den Deckensprung auswählen. Den brauchen wir gleich. Laufen einmal hier runter. Zack. Ne, da hinten ist die Kiste. Einfach unter das Miasma durch. Deckensprung benutzen. Und ihr kommt direkt vor der Kiste nach oben. Und dort haben wir das letzte Teil. Die Leibwache gewandt. Und dann habt ihr die komplette Garderüstung bzw. Leibwächterrüstung fertig gesammelt. Das war's schon. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Haut rein.